Es ist tatsächlich so, kommt man an den Rand nicht der Verzweiflung, sondern der Ausweglosigkeit, kann es diesen Umkippmoment geben. Wahrlich, wir wären verloren, wenn wir nicht verloren werden, in denen einem das Leben wieder fantastisch erscheint und man schließlich alles tun, sogar nichts verpassen könnte, weil ja sowieso nichts zu verlieren ist und weil nichts geschehen wird an Schlimmerem, was nicht sowieso geschehen wird. Oder wie sagte das Kierkegaard? Alles, was dir geschehen wird, wird leider Bestimmung gewesen sein oder so ähnlich.